Geräte, Uniformen, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte, Seile und ein Safe-Knacker-Roboter. Dann geht's los, ja? Ganz genau. Ab nach Miami. Halt! Wir müssen die Bude richtig aufräumen. Wir dürfen nichts Belastendes zurücklassen. Okay. Dann räume ich mal an der Tür auf. Was zum Teufel ist das denn? Jo, moin! Upsi. Ich hätte vielleicht etwas schneller zielen sollen. Damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardline. Was zum Teufel ist das denn? Das ist ein Knall, mein Freund. Schaffst du, du könntest dich vor mir verstecken? Ich hab dir alles beigebracht. Alles cool bei dir, Nick? Verdammt, knall das Schwein ab! Oh, Ladehemmung. So ein Pech, aber ab. Und tschüss, Nick. Nick! Scheiße, Kai. Puh. Headshot. Sorry. Das ist aus. Geh doch ran und sag Hallo. Und zack auf die Mailbox. Was machst du da? Tja, Dawes will bestimmt ein Update. Jetzt kriegt er eins. Der wird sich freuen. Der gute Dawes. Ah, dich kriege ich noch. Irgendwann. Okay, Tyson, wo steckst du? Er müsste längst wieder draußen sein. Er ist seit über einer Stunde drin. Der hat sich doch verirrt. Auf der Tür zum Tank ist ein Schild. So schwer ist es nicht. Hi, Leute. Sorry, hab mich verlaufen. Wo bleibst du denn? Der Wassertank war ein Klacks, aber der Ablauf, das war schwierig. Hier gibt's mehr Rohre als in der Kirchenorgel. Hey, Tyson, bleib von den Kameras weg. Locker bleiben. Alles, was die sehen, ist ein Fensterputzer. Mach das Seil klar. Wir legen los. Ab sofort minimaler Funkkontakt. Yep. Na dann, auf. Am Wenden mit Teamtreffen. Na geil, machen wir doch. Jumbo läuft... ein bisschen Party zu sein und die schafft natürlich keinen Verdacht hier, die Herren und Damen, wie auch immer. Und wie gesagt, damit herzlich willkommen. Nochmal zurück zu Battlefield Hardline. Sei froh, dass er da drin ist. Sonst wird's nicht klappen. Moment, haben hier alle Wolkenkratzer einen Wassertank auf dem Dach? Es wurde so gebaut, wenn es hier eine Hurricane-Zone ist. Oh Mann, mit seinen biometrischen Aufzügen und dem kugelsicheren Glas. Fühlt sich Dawes bestimmt total unantastbar. Wird sich gleich rausstellen, hm? Los jetzt! Tyson wirft gleich das Seil ab. Ja, scheinbar. Klar, die Wassertank ist klar. Was für ein scheiß Feuerwerk. Da ist der Fan. So, schauen wir mal, was heute, wie weit wir es heute hinbekommen. Preferred Outcomes. Achso, so die Tür. Wir dürfen mal die Tür öffnen, aber warum nicht? Moment, Sekunde. Los, wir haben es eilig, ich weiß. Boomer. Nur eins noch. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ein bisschen spät, oder? Ich meine ja nur, wenn mir gleich 1 Million Gallonen Wasser auf die Birne knallen 200.000. würde, oder 200.000 Gallonen, dann würde ich sicherstellen, dass das auch ungefährlich ist. Ich meine ja nur. Wenn du noch einen Weg ins Penthouse kennst, her damit. Außerdem war das mit dem Tank deine Idee. In der Theorie sah das irgendwie machbarer aus. Ach, scheiße. Tyson ist wieder im Plan. Gib mir das C4. Hier. Ist da auch ein Sandwich drin oder was soll das sein? Ich kann gerne Bombe draufschreiben, wenn du magst. Los, bring es hinter uns.
Bring das Seil zum Boot. Hey Mann, ich sollte oben beim Brecher sein. Willst du etwa tauschen? Ja, ist schon okay. Viel Spaß. Netter Versuch. So, gucken wir mal. Nimm das Packhaus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby werfen willst. Was? Es gibt mehrere Eingänge. Sieht so aus. Eine Rampe hinten, eine Zwischengeschosstreppe auf der Seite. Ist das unser Ziel? Okay. Derek Kelly. Okay. Na gut, nehmen wir das Parkhaus rechts. Kann ich da ohne Probleme weiter rein? Ja. Ich glaube, wir müssen... Oder auch nicht. Ich darf wohl gerade sagen, wir müssen da hoch, aber nein. Nimm mal die Treppe. Doch, wir gehen einfach mal hoch. Okay. Ja, wir wissen ja, haben wir ja ein bisschen Überblick. Da sind noch zwei. Gut, wir gehen hinten rum. Wir gehen. Würde ich spottern sagen. Bist du mir jetzt die ganze Zeit hinterher gerannt, mein Freund? Das ist total toll, dass der Typ mich geholt hat. Gut, dann machen wir es mit meiner anderen Waffe. Verdammte Scheiße, entziehen! Die Fall. Holt ihr hin! Wer ist das? Das ist natürlich total toll. Das ist klar, mit dem Sinke gerade. Hört sie jetzt. So. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Hier drüben! Mal die hier hack, analysieren wir das ganze Ding von Outcomes. Okay. So, nehmen wir mal die Munition mit.
glaube ich aber noch nicht der, den wir festnehmen sollen, oder? War natürlich keine Absicht. Das ist nicht halt toll jetzt. Ich muss mich mal gerade raus, die Sinne mal ziehen. Super. Hat sich natürlich voll gelohnt. So, sie haben uns wieder ein bisschen verloren. Er ist hier lang. Schnappt euch den Bastard! Wo ist er? Er darf nicht entkommen! Ich könnte eigentlich auch den anderen da wegmachen. Hier muss er sein. Hände hoch. Los. Jetzt genau. So. Naja, muss. Jetzt fehlt mir nur noch der Chef. Weil da, glaube ich, noch mindestens einer mit rumrennt. Gut, ich weiß, dass sie ja da sind. C4 brauche ich jetzt nicht. Aber wo sind die? Hier. So, dann werden wir jetzt die C4 rausnehmen und werden dafür. So. Was meiner Meinung nach ein bisschen sinnvoller ist, jetzt, als wenn wir das. So, festgenommen. Und damit haben wir einen Gegner verhaftet. So, damit haben wir. Da steht noch was rum. Das ist aber gerade für uns eher uninteressant. Das ist im Parkhaus. Das Geschäft. Meine Fresse. So. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Ist da einige Missionen dabei? Wo ist denn da lang? Moin, ich hätte gern Kaffee. Hallo. Saftladen. So, oh, mal auf die Tür. Wir sind schon mal so, wir müssen runter. Okay. Gut. Wo bin ich denn da hin? Hier lang, oder was?
Aufzug rufen. Gesperrt. Die Wachstation ist in der Lobby. Naja, jetzt hier vorne ist es ja nicht weiter tragisch. Es muss einen Hinweis geben. Warte mal, den gibt's bestimmt. Okay, den Code kann ich doch knacken. Perfekt. Der Aufzug ist auf. Und damit sind wir High Level, glaube ich, wenn ich hier richtig sehe. Ganz schön viele Wachen für einen 4. Juli. Oh, es ist Unabhängigkeitszacke. Vielleicht, aber sicher nicht wie. Komm rein. Leute, ich bin auf der 19. Die Wachleute feiern hier eine Party. Okay, dann fahren wir in die 20. Angriff von oben. Fein. Sag mal, was hast du als Kind früher am 4. Juli gemacht? Naja, Hotdogs gegessen, Feuerwerk und so. Und du? Na geil, noch mehr. Willkommen bei Preferred Outcomes. Ich bin von dem Eckbüro, das mal renoviert wird. Wir sind unterwegs. Ah, alles klar. So, ganz ruhig. So, die sind unten, scheinbar. Und daher... Gut, dass ich ein bisschen Dings habe. Tja, Pech gehabt. Ich werde ihm jetzt quasi hinterlaufen. Da drüben! Los jetzt! Verdammt! Kai sehen sie gar nicht. Was da liegen da? Das sind einige, ne? Ich dachte, ich hätte da ein bisschen Ruhe gehabt hinten. Ich dachte, ich hätte schon ein bisschen Ruhe gehabt, ey, aber. Ne, der stand da doch nochmal. Oh, der nächste. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Ne, da ist noch einer. Ja, Gasgranate. Leck mich doch am Arsch. Ich komme hier nicht raus aus der Nummer. Ja, Gasgranate kommt. Ich habe schon gesehen. So, da ist einer. Oh, Alter. So. Tschüss. Goh, geschafft, ey. Alter. Heißen sagte, er wäre im Eckbüro, oder? Haben wir nicht irgendwo eine Munitionskiste?
Gibt's 5 Stück? Für Davis Computer. Boss wollte Kang loswerden. Er hat bekommen, was er wollte. Rox und Lily ist neuer Beziehung. Der Rock hatte was mit der Tochter von dem Kang. Und der haben, dem hat es wahrscheinlich nicht so wirklich gefallen. Und ja. Na geil. Kann ich. Ich darf nicht das Bild zu legen, okay. Gut. Ich habe keine Kiste. Ich habe keine Munikiste hier oben. Aus. Scheiße, ich habe keine Munitionskiste hier oben, oder was? Fühlen Sie was für Arme. Okay, diese Idee gucke sicher. Na gut, dann machen wir es dann normal in der Story weiter. Keinen Bruch mehr gemacht. Hey, ist das auch das richtige Rohr? Aber klar. Und ihr beide, dann rate ich. Gut, den Sprengstoff haben wir abgegeben. Wir müssen rauf. Und jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, hier ist. Hier ist aber eine Kiste gewesen. Ich hab's doch gerade gesehen. Warte mal, warte mal. Sicherheit von Dors Pent. Hier ist aber. Perfekt. Der Piratenaufzug, den wir eben schon gerade mal ganz kurz gesehen haben. Gut, dass wir ihn nicht hacken. Gut, dass wir ihn einfach nehmen. Okay, lasst es krachen, ihr Wasserratten. Der Wassertank wird sich in den Schacht. Da sind wir noch ein weiterer Beweis. 10-4. Also gut. Da ist ein Foto. Das ist ein Beweis. Das Foto von der Familie. Von Dors Ehefrau, okay. Dors Frau. Hab sie ein paar Mal getroffen. War ziemlich nett. Tja, die Frage ist, ob er damals schon so ein Arschloch war oder nicht? Nee. Und auf mit der Tür. Den Privataufzug, den haben wir ja schon gefunden. Das ist relativ schnell. Setz die Maske auf. Bist du ganz sicher? Hey, wenn wir das Geld wollen, muss ich diesen Knopf drücken. Ja. In L.A. sollte ich dir vertrauen, das habe ich gemacht. Was hast du jetzt davon? Sag ganz ruhig, Kai, das klappt schon. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Tja, da muss ich dir wohl jetzt vertrauen. Dann machen wir das doch mal. Kamerabums. Okay. Jetzt gehen wir mal schwimmen. Gehen wir da mal hoch.
so unerwartet, ne? Alles okay? Ja, aber wir sollten Tyson reinlassen. Ach, was? Los, irgendjemand ruft sicher die Polizei wegen der Explosion. Nein. Das will hier bestimmt keine Cops haben. Hab ich hier weniger, wo kann's sein? Wo ist denn Tyson? Da vorne. Kann ich hier mal über die Tür fangen? Na super. Wäre zu einfach gewesen, ne? Hallo! Ich brauche etwas, mit dem ich die Tür öffnen kann. Mal kurz, das ist aber bestimmt irgendwo das. Das da. Hab ich gesucht. Okay. Moin, moin. Schön, dass ihr beide noch am Leben seid. Ich sag's mal so, für einen Ex-Bullen hat Dawes Geschmack. Das da, das ist ein 24.000-Dollar-Tischchen. Kennst du diese Magazine für Reiche, die die wirklich Reichen gar nicht lesen? Hab ich alle abonniert. Im Gegensatz zu euch Neandertalern weiß ich Luxus zu schätzen. Sorgt dafür, dass der Brecher seine Arbeit erledigt. Okay. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Gute Frage. Okay, wir müssen uns umsehen. Wir sollen den Tresor finden. Ach, wir dürfen echt jetzt. Wir haben immer noch nicht alle. Weiß ich nicht. Wir werden es eh nicht auf 100% schaffen. Das sehe ich jetzt schon. Versuchen es. Aber nein, nein. Wir schaffen es nicht. Dann mache ich das privat zu. Ja, gehen wir mal hoch. Oh, wir gucken mal zu den Räumen erstmal. Moment, nicht, dass da irgendwie was ist. Heißt. Machen wir gleich, Sekunde erstmal. Da ist was. Bankwebseite. Das macht Fettkohle. Oder ist das hier Diebstahl? Irgendwo schon, ja. Ne? Wenn er sein Geld natürlich vom Geld auf sein eigenes Privatkonto übertragen hat, dann auf jeden Fall Vorteil vom Feind. Wenn er sich auf seine Sache so sicher ist, dann genießt er bestimmt Schutz von allen Seiten. Okay. So, wir sind ja schon in der vorletzten Episode. Es geht also jetzt langsam. Ende zu. Nimm den Scanner. Ja, ja, ich bin schon dran. Ich will mich erstmal hier oben. Boah, keine Badewanne. Ich möchte mich gerne erstmal hier oben umgucken. Irgendwo liegt noch ein Teil. Hin. Jawohl. Da ist das. Foto von Dawes kranker Ehefrau. Todkranker Ehefrau. Dawes Frau. War sehr krank. Es war Krebs. Danach war Dawes nicht mehr derselbe. Hm. Na gut. Moin. War was? So. Irgendwo war ein. Wie gesagt, Kaminscan, ne? Das einfachste. Idiot. Oh, hallo. Ich glaube, Dawes hat als Kind so viele Comics gelesen. Also gut. Das sollte reichen. Das wäre zu einfach. Okay, Brecher, dann leg los. Du lässt ihn ganz allein. Was soll ich denn machen, ihn anfeuern? Leute, es gibt schlechte Neuigkeiten. Oder was? Lass mich raten. Besuch. Wie viele? Weißt du noch mein Worst-Case-Szenario?
Ja? So viele. War geil. Okay, da sind sie. Bereit machen. Kommen sie bei mir. Ja, ich weiß. Ich soll jetzt einfach... Warte mal. Ich muss also doch nach oben. Wir müssen die Kerle aufhalten. Nick, wenn du Minen hast, dann setz sie ein. Ja, ich hab keine, die sind unten. So, warte mal. Das werden sie Flasermin reinballern. Primärwaffe. Ich werde die Sekundärwaffe auf die Primär setzen. Warte mal, ich brauche keine Dings, ne? Ah, super. Wir wissen nicht, dass wir da sind. So, Optik, Delta. Aha. So, versuchen wir es mal. Da sind sie. Wir sollten uns mal umsehen. Jawohl. Seht euch um. Vorsicht, die Meine weiter. Haltet die Augen offen! Seht nach, ob hier irgendwo einer ist. Los, da drüben nachsehen! Immer die Augen aufmachen! War der Mieter? So. So, der ist tot. Wie lange braucht der Brecher noch? Vielleicht piepst er, wenn er fertig ist. Geil. Die haben den Strom abgestellt. Wenn du ein Infrarotvisier hast, setz es ein. Ach, übrigens. Büro ist ein Waffenschrank. Geht überall nach. Wir sind bewaffnet. Hey, habt ihr da schon was gesehen? Okay, ich geh das checken. Kommt schon, da drüben. Achtung. Hey, aufpassen. Und weiter. Fuck, mach die Platz. Hier ist er. Jetzt setzen wir die Mine hoch, Kim. Das war zumindest ein paar. Los jetzt. So, der ist tot. Ja! Alter, was sind das noch? Ja,
zweite Schüssel. Ich bereue es gerade, dass ich aufgefüllt habe. Rein oder was? Geht so noch. Boah, alter Verwalter. Ich brauche aber trotzdem Munition. Der Brecher hat's geschafft. Cool. Na komm schon. Ich werde verrückt, der Chef ist auf. Dann wollen wir hier mal aufräumen. Oh. Zurück! Scheiße. Tyson! Oh, Scheiße. Kai? Er lebt. Die Weste hat ihn gerettet. Hey, bleib bei mir. Ich bin da. Er muss sofort hier raus. Komm, steh auf. Das Geld ist weg. Bring ihn zum Seil. Hier lang. Doss wusste, dass wir kommen. So, raus mit euch. Haben wir hier noch? Das Handy von Kay. Du hast mich nicht erwischt. Ich schätze, ne? Fasziniert, wie hartnäckig du bist. Es ist nicht vorbei. Glaub mir das. Was du weißt, das glaube ich dir. Ehrlich. Okay, dann machen wir es doch ganz einfach. Ich bin auf Santa Rosa, da ist niemand. Ich weiß genau, wo das ist. Dann komm doch her. Ich warte, Junge. Verdammt! So, zum Boot gelangen. Oma fängt dich auf, okay? Oma, Taschen kommt runter! Festhalten, ich bin hinter dir! Wo sind sie? Fuck! Findet sie! Check dir mal kurz! Los jetzt! Da sind sie! Halt! Stimm da! Los, los! Oh, tschüss. Scheiße. Ja gut, da haben wir zumindest mal aufs Geld. So eine Scheiße! Kai! Schieß doch auf. Bin ich! Eieieieiei, ich muss hier raus, ist ja nicht mehr. Das ist natürlich immer gut. Ich glaube, jetzt laufen kann ich jetzt nicht, weil es wird zu viele dann zum Erschießen. Los, los, los! Gut, tschüss. Hey, komm, lass die Augen durchkommen. Keine Ahnung. Er sieht übel aus. Oh, Scheiße. Ich fahre. Du hilfst Kai. Fährst du hin? Wir müssen zu Dors. Woher weißt du, wo der ist? Er hat's mir gesagt. So, und die letzte Episode sehen wir uns in der nächsten Folge an.